Liebe Linzerinnen und Linzer, die Ereignisse überschlagen sich. Gestern Abend noch haben wir einen regionalen Lockdown für Oberösterreich beschließen müssen. Heute entscheiden sich die Landeshauptleute dafür, dass in ganz Österreich ein Lockdown bis 12. Dezember ist. In Oberösterreich wahrscheinlich sogar bis zum 17. Dezember. Ich habe diese Maßnahme mitgetragen, weil es eine Notbremsung ist und weil es sonst nicht mehr möglich ist, unsere Spitäler einigermaßen in Ordnung zu halten und auch als Schutz für unsere Wirtschaft, damit nicht noch Schlimmeres passiert. In einem Punkt jedoch verstehe ich das, was heute beschlossen worden ist, nicht. Ich verstehe den Herrn Bundesminister Faßmann nicht. Er hat sich nicht getraut, eine klare Entscheidung zu treffen. Er hat festgelegt, ja, die Schulen müssen offen bleiben. Ja, es findet Unterricht statt, aber ja, bitte, liebe Eltern, lassen Sie Ihre Kinder zu Hause. Nicht Fleisch, nicht Fisch. Und es wird dazu kommen, dass die meisten Kinder und Jugendlichen zu Hause sind und dass diese Schülerinnen und Schüler jetzt 3 Wochen lang keinen Unterricht erfahren. Denn es gibt nur Empfehlungen des Herrn Ministers, was mit diesen Kindern lernzeitig jetzt geschieht. Und deshalb fordere ich vom Herrn Minister ganze Klarheit. Und die Klarheit wäre ganz einfach. Grundsätzlich sind die Schulen für 3 Wochen in Österreich geschlossen. Grundsätzlich gibt es Distance Learning, wie wir das schon in 2 Lockdowns erleben mussten oder durften. Und drittens, für jene Eltern oder Alleinerziehende, die überhaupt keine Betreuung für ihr Kind haben, ja, dafür sollen die Schulen offen sein. Aber nur zur Betreuung. Und das, was jetzt geschieht, heißt, dass 3 Wochen ein No-Learning ist. Und meine persönliche, private Meinung ist, auch wenn ich kein Fan von Distance Learning bin, aber Distance Learning ist immer noch besser für unsere Schülerinnen und Schüler als No-Learning. Leider hat sich diese Meinung nicht durchgesetzt und deshalb wird auf Sie, wenn Sie Eltern sind, wieder eine ordentliche Belastung zukommen. Das tut mir leid und es wäre auch verhinderbar gewesen, wenn der Herr Minister ein wenig realistischer entschieden hätte. Für heute, meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte ich Sie zum wiederholten Male wieder mitzumachen, diesen Lockdown sehr ernst zu nehmen. Er ist tatsächlich die letzte Notbremsung. Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen auch noch ein schönes Wochenende.